Mark Gebauer Haustour. Herzlich willkommen aus Mark Gebauer und heute in Lil Bro hat eine Rolex-Werbung von der Frankfurter Zeil in seinem Garten. In diesem Video werden wir euch unser Haus zeigen, zumindest den Außenbereich, das ist der Teil 1 von unserem neuen wunderschönen... Lil Bro filmt auf 19:9 Cinematic. Ja, Wohnort, wo wir arbeiten zusammen. Und da zeige ich euch mal, was draußen bei uns denn so abgeht, denn da haben wir einige tolle Lost Places. Ja, Lil Bro hat eine IMAX-Kamera für seine Vlogs. Ey, aber krass, dass man, guck mal, dass man so viel Geld verdient, indem man irgendwelchen Sparkos Uhren verkauft. Oder was sagen. Und von daher, da starten wir jetzt. Ja, eigentlich, wir können direkt mal hier starten. Ne? Das ist schön. Also das Rolex-Dings ist echt hübsch. No joke, das hätte ich auch gerne. Ich hätte gerne eine Rolex-Reklame. Ich finde die richtig schön. Was hier denn so alles losgeht. Das heißt, man kommt hier so ein bisschen rein. Und du kannst ja nochmal von außen gleich so ein bisschen zeigen. Genau hier ist nochmal so eine Garage und sowas alles. Und wir haben hier einen Brunnen. Den haben wir jetzt nicht installiert, oh, wow, sondern der Vorbesitzer installiert. Von uns kommt nur dieses tolle Rolex-Schild. Das habe ich aus Italien von einem Händler. Und dann, wenn man hier zu hübscher der Seite Schild guckt, haben wir den ersten Brunnenschacht. Der ist jetzt nicht so tief, circa so, denke ich mal, so 7 Meter. Der ist auch abends beleuchtet. Das ist eigentlich so ganz cool, wenn man hier draußen so sitzt. Gibt mich nerven was. Die Black Bars. Wir sind natürlich noch nicht fertig. Das heißt, es gibt einiges noch zu tun. Da drüben übrigens, Orange Flamingo ist auch dabei. Und ich würde cool sagen, wir jetzt schauen uns mal die Garage an. Die ist nämlich hier drüben. Da haben wir noch so ein bisschen Probleme mit der Elektrik. Das heißt, außen die Gartenbeleuchtung. Da müssen wir nochmal drüber schauen. Hier ist unsere Garage. Die oh nein. Oh, er hat sein Ferrari mattschwarz gerappt. Er hat auch noch eine Hebebühne, die müssen wir aber noch installieren. Da haben wir jetzt leider noch niemanden gefunden, der es in Betrieb nimmt. Und hier kann man dann ein Sommer- oder Winterauto halt drauf unterbringen und dann da drunter fahren. Momentan steht hier nur ein Auto drin, bietet noch genug Platz. Und ja, das ist noch eine Baustelle, um die wir uns auf jeden Fall kümmern müssen. Wenn wir jetzt mal weitergehen, die nächste Baustelle, die von unserem guten Andi, Malermeister Andi, der einzig wahre, angegangen wird, ist hier vorne der Spa-Bereich. Das ist etwas, was der Vorbesitzer nicht in Betrieb genommen hat. Mega schön zum Einparken. Das heißt, die Sachen sind ja circa das letzte Mal benutzt worden aus dem Jahr 2013. Hier haben wir einen Whirlpool. Der muss nochmal komplett gemacht werden. Das wird aber ein Videoprojekt auch vom Andi. Das heißt, falls ihr euch dafür interessiert, was wir hier rausholen mit Sternenhimmel und alles Mögliche, dann schaut gerne bei ihm vorbei. Hier hinten ist noch eine Sauna. Ja, die funktioniert auch gut. Okay, Sauna ist gut. Sauna ist echt gut. Fernseher. Wir haben auch wenn man die auch benutzt. Videos zu drehen, gerade hier mit diesem Setting. Das wird so ein bisschen asiatisch. Yo, im Whirlpool chillen und auf so einem riesen Fernseher irgendwas gucken. Oh mein Gott, das ist geil. 98-Inch Fernseher und dann den Juicer anmachen, Stereoanlage. Bro, dann Surround Sound Juicer Gambling angucken. Holy. Angehaucht und da können wir, glaube ich, nochmal ein ganz anderes. Man hört die Spins dann so mal, hinter sich. Gewisse Videos, die einen etwas dunkleren, geheimnisvolleren Mut haben und dann im Hintergrund so mit einer Videowand kann man einiges Cooles noch realisieren. Ja, das wird auf jeden Fall nochmal alles anders. Das ist aber ein Double Rainbow Whirlpool, oh ja. Auch ganz cool ist und mal schauen, was wir da machen. Leider Hot Tub Streams wird man von mir auf Twitch jetzt nicht, werden jetzt nicht kommen, aber warum nicht? Wir werden den Raum auch schon irgendwie cool einbinden können. Yo, Hot Tub Streams. Ein anderes Projekt. Wir haben hier noch einen anderen Brunnenschacht. Oh mein Gott, Chat, was wenn man so ein Haus hat und dann ist man so, dann chillt man einfach all day in so einer Hot Tub so im Winter und es ist so richtig kalt, aber dann ist die Hot Tub so richtig heiß und dann hat man so ein Kamerasetup und dann chillt man in der Hot Tub und hat so Gaming-Keyboard und alles, Gaming-Maus und streamt dann einfach und dann ist das die Facecam. Oh, das wäre so geil. Boah, das wäre so chillig. Und dann einfach so, oh, ne? Und dann irgendwie so zocken und so ein paar so Roblox spielen. Das wäre so geil. Gleich runtergelassen. So nackt. Werden wir aber in einem oh separaten Video nochmal thematisieren. Und dann mit irgendwie so 5 Frauen im Whirlpool. Holy shit, das wäre Content. 5 Frauen im Whirlpool sieht man dann so oben links. Und ich sitze da so, ich chill so. Und dann spiele ich so Roblox-Games. Oh, let's go. So einen schönen Laufweg. Ursprünglich wurde das Haus erbaut. 1667, okay. Das heißt, es ist über 400, fast 400 Jahre alt. Damals war es so, dass die Kutschen hier runtergekommen sind
Und das waren die Stallungen und dann haben die halt das Heu dort abgelegt. Ne? Hier sind natürlich noch viele Sachen im Gartenlandschaftsbau, die wir noch verändern müssen. Wenn wir jetzt mal hier in die Richtung schauen, das ist wirklich... Ich hoffe, er ruiniert nicht das historische Haus mit Garten, irgendwelchen RGB-LEDs und so. Aber bis jetzt sieht's... Oh shit, bis jetzt sieht er ganz nice aus. Der Garten! Die arbeiten und dann werden sie nicht zu Ende gebaut. Der Nein, Garten! Die haben da auch das alles schon von der Wand geholt. Oh. Muss man noch ein bisschen schauen. Dann hier ein ganz, ganz toller... Großer, oh mein Gott! Baum, der schon einige Jahre hier steht. Ne? Ist echt schön. War eigentlich beleuchtet, aber die Gartenelektrik, da müssen wir noch mal ran. Ne? Insgesamt, der Garten wird noch verändert. Da wird noch einiges sich tun. Chat, das ist der Traum, so einen Garten zu haben. Holy, so eine große Grünfläche. Oh. Viele Sachen müssen kontrolliert werden. Hier gibt's auch gemütlich Reste, ist es. Schon tot sind und so weiter. Also da müssen wir leider kritisch drüber gehen, weil hier auch, glaube ich, über 2 Jahre lang nicht effektiv gewohnt wurde oder über 1 Jahr zumindest. Dann gehen wir mal rüber. Hier an der Seite ist so unser Gartenbereich. Hier kann man gut Platz nehmen. Wir haben einen schönen großen Schirm. Das heißt, auch wenn es mal regnet, können wir uns hier auslassen und essen. Toller Steintisch von 300. Gibt nichts Schöneres, als im Sommer irgendwie im Garten zu chillen. Also in so einem Garten. Den werde ich euch auch nochmal zeigen. Aus Südafrika ist der. Der ist so 2,50 Meter hoch und da werden wir auch noch tolle Gerichte zaubern. Und wenn wir jetzt mal rübergehen, dann gibt es hier noch eine Besonderheit, die, denke ich, die wenigsten Leute im Garten haben. Und zwar hier gibt es einen Geheimgang, vermeintlich, der zur Kirche oder zum Haus führen soll. Also hier geht es 7 Meter runter. Auch in einem anderen Video haben wir das thematisiert und den Gang müssen wir halt freilegen. Ja, da müssen wir mal schauen. Und jetzt als nächstes zeige ich euch den Pool. Hier haben wir schon mal Aufnahmen vorher und nachher gemacht. Wir wollten einen Geheimgang. Wir fangen mit der Vorheraufnahme und zeigen euch dann, was da draus geworden ist. Wir sind jetzt hier mit Färberpools und zwar, ihr macht heute die Folie neu. Richtig. Also erstmal fangen wir an, den Pool auszupumpen. Das ganze alte Wasser raus. Und das wird hier mit passieren, genau, ja? Genau, wir haben den Generator. Mit meinem Mund. Und der erzeugt unser Strom halt hierfür für die Pumpe. Ah. Dann schmeißen wir die gleich rein. Dauert so ungefähr Stunde, anderthalb. Dann ist das ganze Wasser raus. Und dann fangen wir schon an, die Folie zu zerschneiden. Den ganzen alten Kram raus. Ist das eine Ad? Und das ist so eine typische Arbeit. Ist das eine Werbung? Bei bestehenden Pool. Weil die auch kostengünstig. Hey, yo. Oh, das ist nicht gut für die Pflanzen. Nein, das sollte man nicht machen. Oh, da ist auch Chlor im Dings drin. Na. Jet, das ist nicht gut. Wenn ihr Garten habt, macht das nicht. Weil der Boden wird einfach überwässert. Der ist dann so voll geballert mit Wasser. Das ist nicht gut. Nein. Lieber so gleichmäßig verteilen auf eine große Fläche. Hey, die haben das weiße Dings weggemacht. Oha. Oha, okay. Cool. Ey, yo! Oh mein Chat, das ist so GTA. Das ist legit GTA-Villa-Style. Wo dann da so dein Username im Pool steht. Holy, das ist geil. Bro, einfach sein fucking Name im Pool. Jetzt sind wir endlich hier fertig geworden. Ja, ich muss sagen, du bist ja mit dem Einfall gekommen, dass wir hier nochmal so andere Platten oder nochmal andere Struktur machen, ne? Genau. Wir haben ja dieselbe Folie halt nochmal, wie du im restlichen Pool hast, einen Ticken heller. Das ist die Elegant-Folie. Und dadurch, dass wir so ein bisschen überlappen lassen, sieht das aus, als wäre das so eine dicke Granitplatte. Das Krasse ist, am Ende, du hast mir so einen Katalog gegeben damals. Ne? Du hast hier so ein, also für all die Leute, die sich dafür interessieren, man hat einfach hier so eine verschiedene Möglichkeiten, was auszuwählen. Und das sieht dann unter Wasser halt immer ein bisschen anders aus. Und es ist wirklich sehr akkurat. Von daher, Thema Pool, ne, ist sehr populär. Mehr und mehr Leute wollen das machen. Was ist so der günstigste Pool? Womit muss man rechnen, wenn man ein Eigenheim hat? Also wenn man so einen Standardpool von 4x4 Meter haben möchte, mit Aushub und allem dran, mit Technik, bist du so bei 40.000, 50.000. 40.000, 50.000? Der nächstgrößere. Hey, kannst du einfach ein Loch buddeln und dann einfach Wasser reinmachen? So 80 bis 100.000. Wie dumm. Oben hin ist halt immer Ende auf. Ja, sehr, sehr spannend. Ihr habt auch den Brunnen für mich gemacht. Ich weiß, da bist du raus, ne? Ja, ich bin da raus. Aber ich muss sagen... Buddel einfach ein Loch. Endlich sind wir fertig damit, ne? Passt. Ja, nur oben drauf fehlt noch was. Genau, da kommt noch was. Aber wir werden euch sowieso noch ein bisschen häufiger jetzt sehen, ne? Ich denke. Ihr habt noch ein paar Projekte bei mir hier umzusetzen. Jetzt noch eine Sache.
Was hiermit? Ja, Salz, ne? Aber ich wusste gar nicht, dass wir so eine Salzanlage haben, ne? Genau, es ist ja. Also einfach. Pool. Bro, er zeigt sein Haus. 80 Minuten fucking Pool. Regelmäßig genutzt, wahlweise am Freitag. Und da sammeln wir so unsere Erfahrung mit. Dann gehen wir mal ins Poolhaus. Das wird aktuell nicht wirklich genutzt. Wir haben auch überlegt, ob wir hier draußen nochmal Büros machen. Ein Poolhaus. Aktuell ist halt Meetingraum. Dadurch, dass wir im Haus, was wir euch in einem anderen Video nochmal zeigen. Chat, also das wird mir als Wohnung reichen. Dieser Raum wird mir als Wohnung reichen. Den Bereich, wo Küche, Kühlschrank, Bett, PC, Monitor. Ich noch hier ein Sofa. Ja, hey. Einfach mal dann, uns dann zusammensetzen können, Projekte besprechen können. Toilette. Okay. Und so weiter. Ja, Toilette brauchen wir noch. Halt beim Pool, Dusche. Dass wir auch das Ganze für unsere Klo, ja. Kollektion ausnutzen und für die Uhren natürlich auch. Ne? Wir gehen mal ein bisschen weiter. Hinten gibt es eine ganz tolle große Trauerweide. Toilette ist der Pool, ey, das ist smart, das ist umweltbewusst. Müssen einfach zugeschnitten werden und es ist auch viele Sachen sind auch hinüber. Da müssen wir nochmal was verändern. Aber alles Step by Step. Und das kriegen wir auch noch hin. Insgesamt haben wir hier auch noch mal einen kleinen Teich. Da gibt es ein Gold oder zwei Goldfische sind hier drin. Wir wollen auch hier noch mal einen Teich bauen, dass die Goldfische ein bisschen größeren Teich haben. Und liebe Teiche. Was wir jetzt als nächstes angehen. Aber so ist zumindest mal der Ist-Zustand. Ja, was, wenn die Dusche einfach in der Mitte so ein großes Loch hat und dann kann man beim Duschen reinkacken und dann spült das einfach runter. Ja, während man duscht. Ey, yo, warte mal. Smart. Ja, schon relativ teuer und darum, ich kann nicht alles auf einmal machen. Darum, entschuldigt, dass es jetzt nicht so gepflegt ist. Aber wenn man mal so in die Richtung jetzt guckt, ist echt ein schönes Bild so vom Haus. Hier können wir halt optimal arbeiten. Ne? Die Mitarbeiter können draußen sitzen, können sich den Arbeitsplatz so auswählen. Warum sieht man sein Haus nicht von innen? Ja, und das... Warum sieht man sein Haus nicht von innen, Bro?